Weißt du, was in meinem Leben mit das größte Handicap war, sag ich mal? Das liebe Thema Geld. Und ich glaube, das ist es auch bei den meisten. Wie sehr hetzen wir dem Geld hinterher, haben das Gefühl, dass es uns zwischen den Fingern zerrinnt. Und dann sind wir happy, wenn mal ein bisschen mehr fließt, aber dann ist es wieder genauso schnell weg, wie es gekommen ist. Deshalb war das eines meiner größten Hürden, die ich überwinden durfte. Und vielleicht kennst du meine Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst, habe da 30 Jahre gearbeitet. Erste Zeit sehr stolz auf die Stelle, bis ich dann immer mehr das Gefühl hatte, nee, das kann es nicht gewesen sein. Da muss irgendwie noch mehr in deinem Leben möglich sein. Und ich wollte auch finanzielle Freiheit haben. Und ich wollte nicht irgendwas machen, um finanzielle Freiheit zu gewinnen, sondern wollte wirklich dem Ruf meiner Seele folgen, meinen Seelenberuf daraus kreieren. Und es ist mir schließlich auch gelungen, und darüber würde ich gern mit dir sprechen. Und zwar, wie ich nach kurzer Zeit, nachdem ich meine Kündigung eingereicht hatte, innerhalb von 26 Tagen sage und schreibe 56.000 Euro Umsatz generiert hatte, in einem Zeitraum, ja, von 26 Tagen. Da verrate ich dir meine Geheimnisse, wie es funktioniert hat bei mir. Und natürlich bekommst du Schritte anhand, die du auch umsetzen kannst, damit das auch bei dir funktioniert. Und zwar mit dem Betrag, den du gerne hättest. Ja? Du findest hier in der Nähe von diesem Video einen Link. Klick drauf. Dann sicherst du dir schon mal deinen Platz, weil es ist ein Live-Zoom-Call. Es gibt nur begrenzte Plätze. Und da bist du auf jeden Fall mal sicher dabei. Und ja, bring so ein Stündchen Zeit mit. Und gerne auch was zum Schreiben, damit du dir ein paar Notizen machen kannst, um das ein oder andere dann natürlich auch anschließend umsetzen zu können in die Tat, weil ich möchte, dass du ganz viel aus diesem Workshop auch für dich mitnimmst. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Unter dem Video ist der Link zum Anmelden. Ciao, ciao. Das war die Irmgard.